Bis vor einigen Jahren zählte das The T-Bone SC440 zu den beliebtesten USB-Mikrofonen für Einsteiger. Der Klang war insbesondere für den Preis wirklich anständig und der Preis selbst mit rund 60 Euro absolut in Ordnung. Allerdings gab es dann irgendwann ein Problem. Mit dem Release von Windows 8 hat Microsoft etwas im Audio-Stack geändert und dabei insbesondere, wie sich die Verstärkung von USB-Mikrofonen verhält. Das SC440, was bis dahin halbwegs rauscharm und laut genug war, hatte plötzlich Probleme. Auf 100% war es selbst bei naher Besprechung relativ leise und wenn man dem Ton dann im Nachhinein auf die Sprünge geholfen hat, war der Klang selbst zwar noch in Ordnung, aber begleitet von stark hörbarem Rauschen. Damit ist es für mich leider in der Versenkung verschwunden und war einfach keine Empfehlung mehr. Thomann selbst hat daher auch die Beschreibung angepasst und darauf hingewiesen, dass dieses Mikro nicht mehr mit den neueren Windows-Versionen kompatibel ist. Seit geraumer Zeit ist eben dieser Hinweis wieder verschwunden. Abseits dessen gab es aber keine offensichtlichen Änderungen. Kein neuer Name, keine andere Versionsnummer, alles sah aus wie bisher. Also habe ich mir mal ein aktuelles SC440 USB geholt und schaue mir an, wie es heute aussieht. Ist das Mikrofon noch das gleiche oder ist es vielleicht sogar wieder eine Empfehlung? Das und mehr erfahrt ihr wie immer hier. Von außen betrachtet ist alles exakt beim Alten geblieben. Ihr bekommt das Mikrofon in einem Kunststoffkoffer zusammen mit einer Spinne und einem 1,8 Meter langen USB-Kabel. Die Spinne ist dabei die bekannte Klemmspinne in zum Mikro passender grauer Optik. Mit seinem 5/8 Zoll Gewinde lässt es sich an so ziemlich allen Mikrofonstativen montieren. Für alle anderen gibt es ein Reduziergewinde auf 3/8 Zoll. Das Mikro selbst hat sich rein äußerlich überhaupt nicht verändert. Alles ist beim Alten geblieben. Es ist komplett aus Metall gefertigt und fühlt sich damit grundlegend wertig an. An der Unterseite befindet sich der bekannte alte USB-B-Anschluss zur Verbindung mit dem PC. Weitere Features bietet dieses Mikrofon nicht. Sprich, hier gibt es keine Regler und auch keinen Kopfhörerausgang. Und auch auf der technischen Seite scheint erstmal alles beim Alten zu sein. Das Mikrofon meldet sich als Mono-Gerät und unterstützt eine maximale Abtastrate von 48 kHz bei 16-Bit Tiefe. Absolut ausreichend für einfache Sprachaufnahmen. Was dieses Mikrofon aber durchaus interessant macht, ist, dass es auf eine Supernierencharakteristik setzt. Heißt, Nebengeräusche von der Seite sollen etwas besser gedämpft werden. Unter dem Mikrofonkorb verbirgt sich nach wie vor eine kleine Elektretkapsel, die den Sound aufnimmt. Zusammen mit einem kleinen Schaumstoffstückchen direkt davor, um die Kapsel zu schützen. Direkt an der Stelle, als Popschutz taugt das nicht wirklich. Im Korb selbst befindet sich aber auf der anderen Seite auch kein Schaumstoff oder ähnlicher Schutz gegen Plosivlaute. Änderungen scheint es dagegen auf dem PCB zu geben. Ich habe leider kein altes Vergleichsgerät mehr. Bilder, die ich gefunden habe, zeigen aber ein deutlich anderes Schaltungsbild. Auch wenn der Soundchip selbst noch der gleiche zu sein scheint. Wie dem auch sei. Kommen wir damit zur Praxis. Was ihr jetzt, wie auch bereits das ganze Video über, in unbearbeiteter Reinstform hören konntet, ist die aktuelle Version des SC440 USB. Angeschlossen und aufgenommen unter Windows 10 mit einem Pegel von rund 75%. Und wie ihr hören könnt, ist der Sound angenehm rund und vor allem frei von hörbarem Grundrauschen. Sprich, dieses Mikrofon wurde tatsächlich aktualisiert und ist damit wieder voll kompatibel mit Windows 10. Persönlich gefällt mir der Klang noch etwas besser als der des SC420 bzw. SC425 USB, die warten aber dafür auf der anderen Seite mit weiteren Features auf. Was einem hier wichtiger ist, muss man selbst entscheiden. Wenn ich den Pegel jetzt mal auf 100% hochstelle, muss ich sowohl leiser reden als auch weiter weggehen, damit das Mikrofon nicht übersteuert. Sprich, hier habe ich noch einiges an Reserven und die sind immer noch angenehm rauscharm, so wie es sein sollte. Obligatorischerweise könnt ihr jetzt nochmal das Mikrofon mit einer mechanischen Tastatur im Hintergrund hören. Dabei performt es eher durchschnittlich, sodass der Vorteil der Superniere doch eher gering ist in der Praxis. Wie ihr eben gesehen habt, gibt es hier keinen wirklichen Schutz vor Plosivlauten. Der ist aber gerade bei naher Besprechung absolut unerlässlich. Lassen wir das Mikrofon damit auch noch auf die Gitarre los. Und auch das kann sich durchaus hören lassen. Kommen wir damit zum Fazit. Thomann hat das SC440 USB unauffällig Windows 10 tauglich gemacht. Damit wird es für mich wieder eine mehr als brauchbare Konkurrenz zum beliebten Aunamic 900. Insbesondere für einfache Sprachaufnahmen wie Streaming oder Podcasting. Bewegt sich preislich mit aktuell 55 Euro aber deutlich darunter. Dafür müsst ihr hier aber ebenfalls benötigtes Zubehör wie ein Stativ, ein Mikrofonarm oder einen Popschutz einplanen. Eine Monitoring-Funktion oder sonstige Features gibt es hier leider nicht.
Was haltet ihr vom SC440 USB? Wäre es ein Einsteiger-USB-Mikrofon für euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.